Gut geschlafen. Lang geschlafen? Viertel nach acht? Die Natur ruft, ich muss noch raus. Ah, und es regnet immer noch. Oder schon wieder. Jedenfalls hat es, glaube ich, die ganze Nacht durchgeregnet. Oh. Ganz schön zapfig hier draußen. Gerade eben hat es gerade gekraupelt. Also wir haben schon so um den Gefrierpunkt. War eine gute Nacht. So, jetzt war Zeit für einen Kaffee. Ah, die beiden anderen schlafen noch tief und fest. Für mich ist aber jetzt definitiv mal Zeit, ein bisschen heißes Wasser aufzusetzen, Kaffee zu machen und das Ding hier zu spülen. Ah, da ist noch das Fett von der Salsiccia, von der Chorizo von gestern drin. Das schmeckt sonst im Müsli ein bisschen komisch. Vom Howie habe ich jetzt auch schon Stimmen gehört. Ich glaube, der ist auch wach. Hat schon eine Szene gedreht für sein Video. Das wird bestimmt vor meinem Video online sein. Schaut mal hier oben rein, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ja, ich habe jetzt gerade, wie gesagt, ein schönes kleines Feuerchen wieder gemacht. Gerade nur, um Wasser zu kochen, weil ich will nicht die ganze Zeit auch Spiritus kochen. Gleich gibt es ein Frühstück. Ich habe heute mal so ein Energy Cake dabei, Pina Colada, sehr geile Sorte, und noch einen Schokomüsli von Voyager, das mag ich jetzt gern, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Jo, und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Na, geschlafen? Ja, eigentlich. Echt gut geschlafen.
Lang? Ja, ich war zwischendurch immer wieder mal wach, aber... Ja, gleich auch. Aber ich wollte einfach nicht aufstehen. Ich bin gerade am Basteln. So, ich habe ein kleines Bastelprojekt gestartet. Damit wir den ganzen Abend nicht nur sitzen müssen, sondern auch mal einen im Stehen trinken können, baue ich jetzt einen kleinen Stehtisch, ein kleines Dreibein. Ich habe hier drei schöne Äste gesucht, die ungefähr gleich lang sind. Ja, und da kommt dann gleich so eine schöne Baumscheibe oben drauf. Da kann man schön unser Bier da dran trinken. Ja, wieder typisch, kaum ist man filmen, ist ein Flugzeug am Start. Ja, der Howie ist kurz nach Hause gefahren. Der Siggi hat sein Zelt, ja, verlagert, dass die Pyramidenzelt, ne? Ja, denn da hinten hat so eine Kuhle gestanden, der konnte das nicht wirklich abspannen. So sieht es schon wesentlich besser aus. Jo, also dann baue ich mal weiter. Ja, auf einem Bein steht man schlecht, oder? Ja. Du trinkst dann die vollen Becher. Vier Freunde sind wir. Nur ein Schnitzel, dann geht das Fett auch raus. Ja, nee, so. Ach so. Mittlerweile schon einige Zeit vergangen, wir haben schon fast halb drei durch. Ja, sitzen hier gemütlich, bin noch am Lagerfeuer. Howie ist auch wieder zurück, der musste eben kurz weg. Da kommt der Siggi an. Siggi, was hast du gerade gemacht? Du hast über deinen Poncho, über deinen Anorak hier. Über meinen Anorak kurz was gesagt, was das für einer ist. Der wird sicherlich noch ein Video dazugeben, aber. Von Begadi, ne? Von Begadi BX, der Forest Walker, ein Softshell. Anorak als ja, Outer Layer, als Regenschutz. Ja, sehr geiles Teil. Vor allem für den Preis, das ist echt unschlagbar. Aber da mache ich auf alle Fälle noch ein Video dazu. Also bei ihm dann reinschauen. Ja, wie gesagt, die Stegs sind verputzt und jetzt wollen wir gleich. Eigentlich war geplant, dass wir noch eine Shakshuka machen. Jo, die machen wir noch. Die machen wir noch. Und danach, heute Abend, gibt es ein Schichtfleisch. Das Fleisch steht auch schon vor, das haben wir gestern mariniert. Dann müssen wir in den Dutch Oven schön schichten. Kann man eigentlich mal machen dann, ne? So. Ne, wir brauchen ja den Topf erst für die Shakshuka. Ach so, weil der... Ja, ja. Alles klar. Ich glaube, das Video könnte tatsächlich etwas langweilig für euch werden. Kann es leider nicht ändern. Also irgendwie haben wir einfach sehr viel relaxed. Der Siggi liegt gerade im Zelt. Eine Runde, haben gerade noch ein bisschen weiter Holz gemacht für den Dutch Oven, fürs Schichtfleisch nachher. Haben jetzt 4 Uhr durch. Eben schon mal so eine Runde hier laufen. Hier hinten ist noch so eine kleine Baumschule, ganz schön. Ansonsten ist der Wald hier sehr, sehr ruhig, überhaupt keine Spaziergänger, obwohl wir nicht weit wirklich vom Weg weg sind. Hier ist eigentlich kaum jemand unterwegs ab und zu. Hier hört man mal so ein Fichtenmoped in der Ferne. Ja, die Sonne ist auch wieder rausgekommen. Das Wetter ist allgemein viel, viel besser geworden.
kaltes Lüftchen geht noch. Klarer Himmel heißt aber auch, dass es heute Nacht wahrscheinlich knackig wird. Es wird für den Grützebeck Survival dann nochmal eine Herausforderung. Oh, jetzt seht ihr mich gar nicht mehr. So, ich komme mal hier hin. Ich glaube, ich drehe mal die Kamera rum oder hole sie mal in die Hand. Ja, einfach nur ein schönes, relaxtes Wochenende im Wald. Einfach auch mal die Natur genießen, ohne groß was ja, zu machen, zu bauen, rumzulaufen. Ja, eigentlich auch ganz schön. Ich glaube, mein Zelt habt ihr gar nicht gesehen. Ich bin wieder mit dem One Tigris unterwegs. Bietet echt viel Platz. Also ich muss sagen, da bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Zelt von der Qualität her. Nähten bisher alles soweit dicht. Klar, für die Funkenlöscher kann das Zelt nichts, aber so ganz gut. Belüftung funktioniert auch, bin zufrieden. Howie sein Lavu deutlich bessere Erfahrung gemacht als ich. Der hat es imprägniert und ja, das habe ich schon beim Tobi gesehen, dass das einfach so viel mehr bringt, das Ding zu imprägnieren. Ja, meins war ja wie gesagt klatschnass am nächsten Tag und ich glaube, es hat 3 Tage getrocknet im Keller. Wahnsinn. Ja, ich melde mich nochmal, wenn es was zu sehen gibt. Wahrscheinlich machen wir gleich mal den Dutch Oven fertig mit dem Schichtfleisch. Soll ich den jetzt füllen halt ihn so eine kleine Kantine? War erstens Streifen, zweitens hat er sie gesagt, er guckt alle Viertelstunde und dann stand er ewig lang in der Garage und es war im Streifen, hat rumgebastelt und hat es vergessen. Hast du die Spare Ribs rausgenommen, du hast den Knochen angepackt und hast den Knochen aus dem Fleisch gezogen, so weich war das alles. Wir haben noch eine andere. Wo ist denn der Greifer? Vom Deckel. Achso, der hat das noch nicht erklärt. Ja, und du kannst doch aber bestimmt, das solltest du. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt schon den Dutch Oven, das Schichtfleisch vorbereitet. Er steht schon am Feuer. Und es ist schon schön am Blubbern. Ich sag nach rechts. Ja, du hast aber nach links gedreht. Einmal mit Profis arbeiten. Ach Leute, ich kann euch ganz sagen, richtig schönes Camp-Life hier gerade. Das Schichtfleisch ist jetzt schon fertig. Ah, hier habe ich die Petroleumlampe brennen. Ins Feuer. Wir machen gerade noch schöne Laugenbrötchen. Haben wir gebacken in der Pfanne. Tonka Bowl drüber. Ja, hau ich wieder zurück. War gerade auch noch mal kurz nach Hause. Ja, wie gesagt, jetzt backen wir noch ein paar Brötchen. Und dann gibt es was Leckeres zum Abendessen. Einfach schön so einen ganzen Waldtag von morgens bis abends genießen. Das ist total zerfallen, hey. Richtig gut. Ja, das reicht das so. Ja, Mahlzeit, Jungs. Mahlzeit. Mahlzeit euch da draußen. Wenn ihr Dutch Oven habt,
macht mal Schichtfleisch. Geht auch daheim in einem Bräter im Backofen genauso. Draußen schmeckt es aber einfach viel geiler. Ja. Warum? Klar. Oh, super zart. Mhm. Oh, das ist bestimmt jetzt noch geiler, weil da jetzt noch die Zwiebeln zermanscht sind und so. Ich habe alles schön zermanscht. Das ist gerade alles. Ist doch auf der Tüte noch draufstehen. Oh. Das ist ein geiles, entspanntes Lagern, oder? Mhm. Ich finde, es macht schon mal ganz viel aus, wenn du den Hinterkopf haben musst. Das ist ja wie in der Pfalz, wenn du weißt, du darfst hier sein. Ja. Ja, der Abend schreitet voran. Wir haben jetzt um die 9 Uhr rum. Sternklare Nacht, Vollmond. Es wird langsam wirklich zapfig hier. Haben nochmal das Feuer ein bisschen hochgeschürt. Aber ich denke mal, so allzu lange werden wir es nicht mehr aushalten. Jetzt um 9 Uhr aber ins Bett zu gehen oder in den Schlafsack ist ein bisschen früh. Aber dann bin ich mal früher um 5 Uhr schon wieder wach oder um 5:30 Uhr. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen lieber noch ein Stündchen. Ja, halbes Stündchen, Stündchen aushalten und mich dann hinlegen. Sigi pennt hier schon regelmäßig auf seinem Stuhl weg. Ich weiß nicht. Und da liegt er. Ja. Ja, aber trotzdem echt schön. Schöne Entschleunigung jeden Tag über gehabt. Letztes Getränk. Prost auf euch. Das sorgt dann auch für die nötige Bettschwere. War ein schöner Tag. Ein schönes Wochenende. Noch ist es nicht vorbei. Morgen haben wir schön frühstücken. Ja, und dann mal schauen, was der Sonntag noch so bringt. Die Reste vom Feuer brennen gerade runter. Wir werden uns jetzt gleich in die Schlafsäcke begeben. Haben wir gerade schon eine schöne Wärmflasche gemacht, die im Schlafsack liegt und den schön vorwärmt. Ja, heute Nacht ist zapfig, 0 Grad sind gemeldet. Ja, bei einer Komforttemperatur von 4 Grad. Schauen wir mal, was der Survival-Schlafsack dann kann. Ja, die anderen beiden sind gerade hinten noch ein bisschen im Wald am Rumstromern. Vollmond, sternklar, toller Tag, tolles Wochenende. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt und wiederhole mich. Egal, ich fand es einfach nur genial, hier mit den Jungs im Wald zu sein. Ja, von mir gibt es dann heute jetzt nichts mehr zu sehen. Wir sehen uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Schönen guten Morgen zusammen. Oh, was eine gute Nacht. Gleich 8:30 Uhr. Lang geschlafen. Nicht kalt gehabt. Echt mollig warm hier drin. Temperaturen gingen heute Nacht auf um 0 Grad. Also ich bin mit dem Schlafsack schon sehr zufrieden. Oh. Jetzt mache ich mal weiß, mein Kaffee hier dran. Schon alles mitgebracht gestern Abend. Schöner Nebeneffekt, Mini-Zelt-Zeltheizung. Meister Howie ist auch schon wach. Sigi schnarcht noch. Morgen. Morgen. Feuer.
zapfig ist es hier draußen. Heidewitzka. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe gestern an einem Baum, der ist schon gefällt worden, aber der Stamm stand noch so einen Meter. Da war alles voller Harz. Habe ich ordentlich was gesammelt. Und das nutze ich jetzt alles, um das Feuer heute Morgen in Gang zu bringen. Da sitzt immer wieder. Gut, der Stark. Kannst du deine Kamera kurz nach hinten stellen? Dann haben wir vielleicht auch schon mal was für ein Thumbnail. Ich filme gerade. Ah, okay. Danke. Nach zwei Nächten im Wald ist dann irgendwann auch der Akku alle. Sind auch immer die Eier hart. Nach zwei Nächten im Wald sind auch irgendwann die Eier hart. Ja, die sind auch irgendwann hart, ja. Ja, zum Frühstück haben wir jetzt hier leckeres Spannock. Quatsch. Laugenbrötchen. Und Ei. Ich halte mal meine Kamera da vorne. Weg im Bild. Wollen wir mal halt eigentlich. Ich meine, wir haben halt nichts anderes gemacht, wie hier rumgelungert. Sehr geil. So, ich muss jetzt leider mit der GoPro weiter filmen. Sämtliche Akkus sind leer gelutscht. Ja, ich bin ja schon im Schlafsack am Auslüften. Ein und zwei sind auch schon am Abbauen. Ja, langsam in aller Ruhe, Gemütlichkeit die Lager abschlagen. Achso, wir könnten mal kurz gucken, was die anderen so genutzt haben. Ah, noch eins kurz dazwischen. Ich bin letztes Jahr häufiger auf den Anorak hier angesprochen worden. Das ist der Tikani von Pinewood. Ja, ich würde sagen, so eine Bushcrafter Waldläufer Anorak. Hier eine große Frontpouch drin, wo man auch von den Seiten reinkommt. Ja, an der Seite haben wir hohe Reißverschlüsse, sodass man auch an alle Taschen rankommt. Ich habe jetzt mein Messer hier vorne an die Schlaufe gehängt. Der Stoff ist ja so ähnlich wie das GN1000 von Fjällräven. Müssten wir so ein bisschen, können wir ein bisschen wachsen, um es so ein bisschen imprägnieren. Hatte ich, aber dann habe ich sie, weil sie eben sautreckig war, gewaschen. Dementsprechend ist das Wachs dann wieder raus. Ja, wenn ihr eine genaue Vorstellung von der Jacke sehen wollt, dann schaut doch mal beim Sven Künkele in den Kanal rein. Der hat ein Video dazu gemacht, eine Jacke vorgestellt. Ziemlich gut geworden das Video. Ja, und preislich liegt die so bei 100, 120 Euro. Also ich bin sehr zufrieden damit. So, da haben wir das Setup vom Howie. Expat, die Sinmat ist das, ne? Ja. Ein Grützebeck Eis. Und was für ein Biwaksack hast du benutzt? Das ist der British Army British Gore-Tex Biwaksack. Ja. Unterlagsmatten, DW, Lavu. Und dahin ist der Siggi, der hat auch die Expat, auch den Grützeberg Eis im Didi-Zelt. Ja, und noch eine, Foam-Matte hat er auch noch drunter. Ja, also abbauen. Ja, wie man sieht, sieht man fast nichts mehr, außer dem Material, was wir mitgebracht haben. Howie stellt sich sein Zeug, beziehungsweise die ganzen Stangen da hinten hin. Der hat, wie gesagt, der darf den Wald ja hier nutzen. Und will sich hier wahrscheinlich auch so ein kleines Plätzchen machen, dass er öfter kommen wird. Ja, kein Dauercamp, aber... Ja, einfach so, damit man immer schnell was aufgebaut hat, ne? Ja. Ja, damit sind wir an der Stelle durch.
Ich sag euch danke fürs Durchhalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, da freue ich mich sehr. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier oder im Wald. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.